Hallo Tobias, willkommen zu einer Folge von Hello Neighbor. Ich denke, das Video hier haben die wenigsten erwartet, aber es ist heute eine kostenlose Handyversion von Hello Neighbor rausgekommen. Zumindest glaube ich, dass die kostenlos ist. Und ich werde die Handyversion auch die nächsten Tage spielen, aber um nochmal ein Gefühl für das Spiel zu kriegen, werde ich nochmal heute die normale Version von Hello Neighbor spielen, weil da wurde auch extrem viel dran gearbeitet. Ich glaube, die hat 5 oder 6 verschiedene Updates noch gekriegt in letzter Zeit. Und ich glaube, es ist auch notwendig, hier die Version nochmal zu spielen, einfach um die Handyversion fair einzuschätzen. Denn von der Handyversion vom Spiel erwarte ich ehrlich gesagt nur, dass die ungefähr genauso gut ist wie die Hauptversion. Und wenn das hier jetzt kompletter Müll sein sollte und die Handyversion ist auch Müll, wäre ich nicht mal sauer. Oh Gott. Aber ich habe auch echt Bock, nochmal ins Spiel einzutauchen, weil ich habe ja echt viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Und damals war ich, glaube ich, echt ein bisschen enttäuscht, dass das Hauptspiel so ein bisschen mittelmäßig geworden ist so. Und auch echt verbuggt war und alles. Und ich habe einfach was ganz anderes erwartet. Okay, hier haben wir erstmal die erste Sequenz, wo wir den kleinen Jungen spielen. Ich glaube, in Akt 1 spielen wir auch komplett den kleinen Jungen. Und wir sind wahnsinnig gut im Laufen. Und wir haben Mesut Özil-Augen. Wir spielen Mesut Özil. Okay, wir spielen Mesut Özil und wir kicken den Fußball die Straße lang. Irgendwie mag ich das, so ein paar alte Spiele nochmal anzugucken und gucken, ob sich vielleicht meine Meinung zum Spiel geändert hat. Immer noch eine weirde Sequenz mit dem Schrei. Das klingt halt echt. Das klingt halt nicht richtig. Okay, dann, ja, wir müssen in den Keller. Also er hat irgendwas in den Keller eingesperrt, aber theoretisch sind wir ja auch im Keller und man weiß nicht so richtig, was da ist. Ich meine, man sieht das Schattenmonster, dieses Schattenkind, aber ich habe auch ganz ehrlich keine Ahnung, was es damit jetzt genau auf sich hat. Aber wir müssen uns fangen lassen. Okay. Und das Spiel speichert jetzt automatisch. Also es wird angezeigt, dass es automatisch speichert. Das war vorher, glaube ich, noch nicht so. Da konnte man nur raten, wann es gespeichert wird. Der Schlüssel ist ganz oben. Und ja, der ist ganz oben. Und ich meine, da muss man so eine komische Jump-in-One-Passage machen, wenn sie kommen. Die aber, glaube ich, noch leicht ist. So alle Sprungpassagen danach sind, glaube ich, ein bisschen kacke. Kann ich die aufsetzen? Bin ich Harry Potter? Moment, ist irgendwo ein Spiegel? Nee, ist kein Spiegel. Ich würde mich dann angucken mit der Brille. Ja gut, goodbye Brille. Okay, es ging. Muss ich, glaube ich, da hinspringen, wenn das gehen würde. Guckt der Fernsehen? Oh, der Nachbar. Kann ich bitte da hoch? Ja, okay. Die Passage ist immer noch so ein bisschen kaputt, ganz ehrlich. Die Sprungpassagen, das ist ja das Problem mit dem Spiel. Dass es ganz viele Kletterpassagen gibt, das Spiel aber nicht auf Kletterpassagen wirklich ausgebaut ist von der Spielmechanik mit den Klettern und den Springen. Das ist alles nicht so richtig funktioniert, ehrlich gesagt. Also es funktioniert gerade so, aber ist jetzt auch nie so richtig geil. So. Hoch. 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 Okay. Ich muss da nämlich. Das ist eine Antenne. Die ist neu. Dass man nicht rüberspringen kann. Weil vorher konnte man wirklich einfach da rüberspringen. Und war dann im Zimmer. Da war so ein Lift. Der Lift ist immer noch da. Okay. Aber das ist jetzt eine Antenne im Weg. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Och nein. Und die Sprungpassagen sind immer noch so kaputt. Hilfe. Hilfe. Ihr solltet euer Spiel nicht noch komplizierter machen, sondern ihr solltet das simpler machen. Ihr solltet Sprungpassagen, die kacke sind, leichter machen, nicht mehr nervig machen. Stattdessen habt ihr die Sprungpassagen genauso nervig gelassen und habt eine leichte Sprungpassage nervig gemacht. Leute, wieso? Von hier oben rüberspringen. Ja, das hat geklappt, okay. Sehr gut, okay. Hi, Nachbar. Der kann nicht zu mir, Jumpt er jetzt hoch, aber er kann. Hier, den Schalter muss ich betätigen. Habe ich den Strom ausgemacht? Theoretisch ist jetzt ja was hochgegangen. Hier kann ich durchgucken, Schlüsselloch, oder? Kann ich gar nicht. Oh, warum nicht? Da kann ich jedes Schlüsselloch durchgucken, indem man E gedrückt hält. Okay. Ah, ich nehme mal ein bisschen Bums hier mit. Ich überlege, ob ich den Schalter hier auch noch betätige. Dann würde ich hier oben leichter hinkommen. Und den Schalter habe ich ja schon betätigt. Das heißt. Ich finde es gut. Die Zeichnung links, das bin immer noch ich. Immer wenn ich das sehe, muss ich dran denken: Ja, okay. Da hängt einfach eine Zeichnung von dir an der Wand.
Okay. Oh, jetzt bin ich in einer Albtraumsequenz. Ist das das, wo der den Autounfall hat? Ja. Und hier liegt irgendwo ein roter... Da liegt der rote Schuh. Das ist da, wo seine Frau am Unfall gestorben ist, angeblich. Aber Leute, es gibt nicht so viel Details zur Story, weil die Entwickler... Den Entwicklern war die Story ein bisschen egal. Auch wenn das jetzt hier dramatisch wirkt. Wir haben es irgendwie durchgespielt. Die Story ist eher so ein bisschen... Ist eher so ein bisschen hingekackt am Ende. Also es steckt nicht so richtig viel Liebe drin in der Story. Gehen wir weiter. Okay. 20 Minuten später. Okay, ich habe mir gerade mal die Mobile-Version angeguckt. Und anscheinend kann man jetzt einfach nicht mehr springen, sondern man kommt anders hin. Die Mobile-Version ist übrigens grafisch sehr, sehr schick. Also wahnsinnig schick. Da kriegt bestimmt jeder Augenkrebs, wenn ich das spiele. So. Wir müssen nochmal nach oben. Es ist übrigens ultra warm, mein Zimmer. Weil wenn ich aufnehme und alles, dann wird mein Rechner ultra warm. Ich habe auch noch eine Softbox, die auf mich leuchtet. Also ich leide hier gerade ein bisschen, um für euch das Video zu machen. Ja, Leute, wenn Hello Neighbor was kostet fürs Handy, gibt dafür wirklich kein Geld aus. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Auch für die PC-Version, die ist einfach kein Geld wert. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist einfach wirklich nicht so richtig geil. Es ist immer noch wahnsinnig verbuggt. Es funktioniert wahnsinnig viele Sachen immer noch nicht. Okay, das war vorher, glaube ich, noch nicht so. Und wenn doch, dann tut's mir leid, dann habe ich das komplett vergessen. Aber hier ist jetzt ein extra Raum. Und hier hinter ist jetzt der Schlüssel, den ich brauche. Das wusste ich ja gar nicht. Hier ist ein Hebel. Was auch immer der Hebel macht. Und hier ist ein roter Schlüssel. Wofür auch immer der rote Schlüssel ist. Aber das wusste ich alles gar nicht. Und das ist der rote Schlüssel für den Keller. Und was stand hier im Raum? Ist hier einfach nichts? Nee, da liegt ja auch ein roter Schlüssel. Ich bin verwirrt. Das war doch vorher nicht so. Ich glaube, der rote Schlüssel ist für den Kofferraum vom Auto, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und da ist der Magnet. Und kann ich gleich mit dem Magneten die Antenne drehen? Oh, es gibt auch einen visuellen Effekt, wenn man den Magnet ansetzt. Siehst du? Nee, ich kann damit nicht die Antenne drehen. Obwohl es vielleicht ein bisschen Sinn machen würde, ehrlich gesagt. Okay, was kann ich denn dann mit den Magneten machen? Vom Nachbar gesehen, dann kann ich das abdrehen vielleicht? Was kann ich damit machen? Ah, ich weiß, wo ich damit hin muss. Ich muss damit hinten rum, weil da kann ich bestimmt einen Schlüssel von hinten dran ziehen. Und dann, genau, oder den Schraubenzieher, genau. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Wie konntest du mich jetzt sehen? Ich war nicht ansatzweise in deinem Blickfeld. Okay, springen, am höchsten Punkt droppen. Und genau, jetzt kommt der Nachbar. Ernsthaft? Okay, jetzt bin ich extrem hoch, okay. So, kommst du mir? Das funktioniert nicht? Aber das geht, oder? Ah, ja, das ging, okay. Da wird noch was fallen. Wenn er mich jetzt nicht sieht, haben Entwickler... Ja, okay. Weil der Entwickler... Ach Gott. Weil eigentlich war ich ja versteckt hinter den Kisten. Aber der Nachbar hat mich trotzdem gesehen. Ich habe kurz gedacht, okay, der Nachbar sieht mich nicht. Die haben die KI überarbeitet. Ich war kurz davor, Hello Neighbor zu loben. Aber auch nur kurz davor. So, jetzt haben wir die Brechstange. So, ich habe echt am Anfang gedacht, okay, ich kann einfach rüberjumpen. Weil es auch... Ich meine, das ging mit dem Rüberjumpen. Kann ja auch eine komplette Lüge sein. Aber ich meine, man konnte einfach rüberjumpen. Jetzt mit der Antenne geht's nicht. Okay, mein Fazit zur Vollversion von Hello Neighbor, bevor ich die Handyversion die nächsten Tage mal spiele. Die Kletterpassagen sind immer noch komplett anstrengend und nervig. Es sollte keine Kletter- oder Sprungpassage in dem Spiel geben. Der Nachbar ist immer noch viel zu krass. Viel zu krass. Hat jemand von euch die Handyversion schon ausprobiert? Dann schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, wie die ist. Und es war erst ein schönes Gefühl, wieder zurückzukommen. Aber jetzt, wo es vorbei ist, bin ich doch froh, dass ich keine Sprungpassage mehr machen muss. Ganz ehrlich, Akt 2 und Akt 3 sind wirklich die Hölle. Wirklich die Hölle. Das gönne ich niemandem, das freiwillig zu spielen, ganz ehrlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Zur Handyversion von Hello Neighbor. Bis dahin und ciao.